Mit Tränengas, Blendgranaten und einer Vielzahl an Einsatzkräften wollen die griechische Polizei und die Armee an der Grenze zur Türkei Durchbrüche von Flüchtlingen und Migranten verhindern. Immer wieder versuchen Menschen, nach Griechenland zu gelangen. Die meisten von ihnen werden gestellt. Ich befinde mich hier am Grenzübergang Kastanjis in Evros. Wie Sie sehen, haben sich hier hunderte Flüchtlinge versammelt und skandieren Sprechchöre wie Frieden, Frieden oder Griechenland. Sie fordern das Land auf, die Grenze zu öffnen. Nach Angaben der griechischen Behörden haben auf der anderen Seite rund 10.000 Flüchtlinge ihr Lager aufgeschlagen und Zelte aufgestellt. Die griechische Armee hat angekündigt, im Bezirk Evros Militärmanöver mit scharfer Munition durchzuführen. Auch Übungen der Marine an der Ostküste sind geplant. Neben Polizei und Armee sind ebenfalls zusätzliche Rotkreuzhelfer an die Grenze verlegt worden. Die Nothelfer und Freiwilligen des griechischen Roten Kreuzes sind hier, um die Polizei und die Armee zu unterstützen, die in dieser Gegend im Einsatz ist. Sollte es die Armee für nötig erachten, dass wir einem Flüchtling oder Migranten helfen, dann tun wir das. Aber wir benötigen die Befugnis der griechischen Behörden. Auf Schildern warnt die griechische Armee vor illegalen Grenzübertritten. Sie werden zurückgeschickt, heißt es dort.